Jo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Purpur und wie gestern versprochen geht es heute um die stärksten Paldea-Attacken, die neu dazugekommen sind in Generation 9. Und ich hatte gestern schon mal ein bisschen angeteased, dass die Zornesfaust natürlich auf diese Liste kommt, deswegen fangen wir damit an, das können wir schnell abhaken. Die kann nur Epitaph im gesamten Spiel erlernen und ich würde sagen, die schauen wir uns mal komplett an. Zornesfaust hat eine ganz besondere Eigenschaft und zwar erhält sie 50 Stärke jedes Mal, wenn ihr getroffen werdet. Und da gibt es auch kein Limit. Das heißt, wenn ihr 10 Mal getroffen werdet, hat die eine Base-Stärke von 550. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Kann nur Epitaph erlernen, kann unendlich stark werden in der Theorie und ist, glaube ich, was das angeht, einzigartig. Mir fällt auf Anhieb keine Attacke ein, die unendlich stark werden kann. Zornklinge ist bei 160 gecapped. Walzer ist gecapped, kann man nur 5-mal einsetzen. Also hier ist eigentlich nach oben hin kein Ende in Sicht. Wenn es da schon irgendwie eine andere Attacke gibt, gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zur nächsten Attacke. Die nächste Attacke ist der Riesenhammer. Die kam auch neu dazu in Generation 9 und hat eine Base-Stärke von 160 auf eine Stahlattacke. Ist somit die stärkste Stahlattacke, soweit ich weiß. Stahlstrahl ist ja bei 150. Goldrausch, was neu dazu gekommen ist, bei 120. Riesenhammer, die stärkste Stahlattacke und allgemein einer der allerstärksten Attacken. Und das einzige Manko einer Attacke, ihr könnt sie nicht zweimal hintereinander einsetzen. Aber da gibt es auch Schlimmeres, würde ich sagen. 160 Base-Stärke auf eine Stahlattacke. Damit kann man natürlich extrem Schaden machen. Mega, mega krass. Und die kann übrigens auch nur Gran Fogita lernen. Also auch das neue Pokémon von Generation 9. Was übrigens auch mega, mega nice ist. Wäre fast auch in meine Liste gekommen für die besten Generation 9 Pokémon. Aber die Werte sind leider nicht stark genug. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Attacke über. Die nächste Attacke ist die Letzte Ehre. Und Letzte Ehre hat eine krasse Besonderheit. Die ist nämlich so ein bisschen ähnlich wie Zornesfaust. Nur wird sie hier gecapped auf 300. Denn die erhält 50 Stärke für jedes tote Pokémon in eurer Party. Das bedeutet, wenn ihr 5 besiegte Pokémon in eurem Team habt, hat Letzte Ehre eine Base-Stärke von 300. Wenn ihr also Friedwurf als letztes einsetzt und dann Letzte Ehre, haut ihr richtig, richtig krassen Schaden rein. 300 Stärke, mega, mega, mega krass. Ich denke, damit kann man einiges umhauen. Als nächstes müssen wir Kollisionskurs und auch Blitztour nennen. Die haben eine Base-Stärke von 100, das ist erstmal nicht so spannend, aber die erhöhen ihren Angriff auch noch, wenn es ein sehr effektiver Angriff ist. Das bedeutet, wenn ihr einen sehr effektiven Angriff macht, ist die Base-Stärke nicht 100, sondern nochmal erhöht. Und zwar wird der, ich habe es gerade nochmal extra gegoogelt, damit ich die genauen Zahlen habe, der Schaden wird nochmal um 30% erhöht. Ich habe es oft schon gesagt, aber Kollisionskurs mit Metronom, mit Step, mit Terrakampf, mit sehr effektiv, plus 30% haut unfassbar viel Schaden rein. Ist gerade für 6er Raids extrem, extrem krass. Also Kollisionskurs, Blitztour, sehr, sehr geile Eigenschaften, wie ich finde. Können auch nur Koraidon und Miraidon, sind die einzigen, die Kollisionskurs und Blitztour können. Und jetzt kommt zur allerletzten Attacke, die ich euch zeigen will und auch die Attacke, die am brokensten ist. Also die ist richtig, richtig krass und auf einem Pokémon, ihr glaubt nicht auf welchem Pokémon, aber schauen wir uns an. Und zwar ist das die Mäuseplage. Und die Mäuseplage hat eine krasse Eigenschaft und zwar kann die 10-mal hintereinander treffen. Das heißt, eine Base-Stärke von 200 bekommen, aber das ist gar nicht so das Krasse. Das Krasse ist, ihr könnt das kombinieren mit Kingstein und habt dann eine 100% Zurückschreck-Chance. Und deswegen ist Kingstein auch aktuell gesperrt in Competitive-Kämpfen. Ihr könnt also kein Kingstein auf Farmeeps spielen, weil das einfach zu OP ist. Ihr trefft 10-mal, der Gegner ist gestunt. Ihr trefft 9-mal, ist der Gegner zu 90% gestunt. Also selbst wenn ihr 6, 7, 8-mal nur trefft, ist der Gegner halt zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gestunt. Mäuseplage, so eine krasse Attacke. Leider auch so einem dummen Pokémon. Ich kann euch das auch gerade mal zeigen. Ich habe das mir Shiny besorgt von meiner netten Community. Da geht nochmal ein Dankeschön raus.
Also wenn ihr das hier shiny bekommen wollt, das hat zwar jetzt nichts mit dem Pokémon, mit dem Video zu tun, aber ihr seht, das Pokémon, das hat so eine kleine, so eine Hose. Ach komm, bleib mal stehen. Das hat eine Hose an und das hat ein Oberteil an. Und nur da ändert sich die Farbe, wenn es shiny ist. Na, bleibt ihr mal kurz still stehen. Da seht ihr es. Die Hose, der links hat eine Hose an und rechts hat so ein Oberteil an. Und das ist hier grau. Und wenn es nicht shiny ist, ist es blau. Also, da hat Pokémon auch wieder eine Meisterleistung rausgehauen, was Shinies angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Das war es soweit von meiner Seite aus mit den stärksten Attacken in Generation 9. Wenn euch noch ein paar Attacken einfallen, gerne in die Kommentare. Ich bin alle Attacken durchgegangen, fand das waren so die Attacken, die auf jeden Fall es wert sind, genannt zu werden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Wie gesagt, gerne Kommentar. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein.